Ich darf begrüßen hier den Dr. Paul Schulze-Kleven von Nevonex. Jetzt habe ich es hoffentlich richtig ausgesprochen. Super. Sehr gut. Und Sie sprechen über eine Installation, viele Dienste, Hersteller unabhängig dokumentieren und steuern. Das geht so Richtung Plattform, setzt im Prinzip an der Stelle an, wo der Kollege heute Morgen aufgehört hat und beschreibt jetzt, wie die Funktionen im Detail aussehen, wie die Funktionalitäten im Detail aussehen und was die Anwender im Prinzip davon haben. Genau. Ja, die Bühne ist Ihre. Vielen Dank, Herr Deininger, für die Einführung. Ich frage mich immer, wie fängt man so einen Vortrag an? Und ich fange mal hinten an und ich sage Ihnen, was ich möchte, dass Sie mitnehmen. Das eine ist, dass Sie mitnehmen, dass ich überzeugt bin, dass offene Plattformen nötig sind, um die Digitalisierung in der Landwirtschaft voranzutreiben. Und das zweite ist, ich spreche jetzt langsam durch, was Nevonex hier zu beitragen kann, ist, dass eben Nevonex ein enormes Potenzial hat, eben genau dies mit zu ermöglichen, mit zu erwirtschaften. Mein Name ist Paul Schulze-Kleven, wie Deininger schon sagte. Ich bin seit Oktober letzten Jahres bei Nevonex mit dabei. Und Nevonex ist eine hundertprozentige Tochter von Bosch. Bosch ist überzeugt, dass wir als Plattformanbieter, bewusst nicht, wie heute Morgen der Herr Münzenmeier auch meinte, Content-Anbieter, als Plattformanbieter neutral und offen hier einen riesen Beitrag leisten können. Wir haben heute schon relativ viel Empirie gehört und ich bin froh, also ich habe es in meinem Kopf immer wieder probiert, was ich gehört habe von der DLG und der Bitkom-Untersuchung, aber auch von den Kollegen von Bayer und von Thomas Schilling, von BASF, von Xavio. Das geht alles ein bisschen in die gleiche Richtung. Wir hatten bei der DLG gehört, 80-90% nutzen schon Smart Farming-Anwendungen in Deutschland. Das ist auch eine Untersuchung, man kann es jetzt hier nicht lesen, hier unten in Gelb. Von diesen 80-90 wurde hier mal gefragt, was nutzt ihr denn? Eine relativ hohe Durchdringung von beispielsweise Lenksystemen. Und dann geht es weiter runter. Digitale Schlagdateien haben wir auch schon gehört in verschiedensten Maturities, sagen wir mal, verbreitet. Aber viel interessanter ist, was sind denn die nächsten Schritte? Was sind die nächsten Themen, die kommen? Hier zum Beispiel Applikationskarten sind hier mit 50% bei den smarten Landwirten angegeben, aber knapp 20% wollen in Zukunft weitergehen, wollen teilflächenspezifisch arbeiten. Hatten wir vorhin in dem Vortrag am Vormittag von den Bayer-Kollegen auch eine ähnliche Zahl. Wie gesagt, ich bin froh, dass das zusammenpasst. Man will teilflächenspezifisch arbeiten, man will noch stärker in Datenmanagement reingehen, man möchte Applikationskarten nehmen und man will vor allem auch Richtung 18-19% waren es, genau, in Richtung mehr Sensorik gehen, weil die Sensorik ist der Schlüssel, dass man lokal optimieren kann. Vielleicht nur kurz gesagt, das passt auch zu globalen Ergebnissen, die wir in verschiedenen anderen Studien sehen. Die Frage ist aber nun, was ist die richtige Lösung? Und da fand ich heute Morgen den Kommentar von der Frau Nick sehr wichtig. Sie hat Fokus auf den Landwirt, auf den Nutzer, Aus- und Weiterbildung, ganz wichtiges Thema. Herr Deininger hat es auch angesprochen heute Vormittag. Man muss den Leuten zuhören, die halt eben die Probleme im Feld haben. Ja, da haben wir auch mehrere Punkte schon gehabt, auch empirisch erhoben von den Kollegen heute Morgen. Und auch so haben wir gesagt, wir haben auch zugehört und das ist nicht alles so einfach, wie es manchmal klingt. Und ich habe es jetzt hier in weiß ausgeblendet, aber ich spreche sie kurz durch. Wir haben auch gefragt, was macht ihr denn? Macht ihr schon Precision Ag? Gibt es da schon was? Wo habt ihr angefangen? Lenksysteme, wurde bestätigt, das ist alles in Ordnung. Einige Leute sind massiv überzeugt, sehen aber noch nicht das Ende der Fahnenstange. Andere sagen, was ist denn der nächste Schritt? Ja? Und wieder andere sagen, ich mache es noch nicht, weil ich weiß nicht, was die richtige Lösung ist. Und in diesem Feld bewegen wir uns und wir haben mal hier, ich habe hier sinnbildhaft mal drei Punkte rausgenommen, die durchaus kritische Themen sind. Es gibt relativ viele Insellösungen im Markt. Also wer sich anschaut, es gibt da relativ viel, oder in der Regel gibt es heterogene Flotten bei Landwirten und Lohnunternehmern und nicht jedes System, jede digitale Lösung passt für jede. Ich habe keinen Timer, wenn Sie mir das gucken wollten. passt wirklich auf die gesamte Flotte. Ja, und dann müssen teilweise Dienstanbieter, Herr Münzenmeier hat es heute Morgen gesagt, gegen verschiedenste Schnittstellen entwickeln, wenn man jetzt nicht Lösungen nutzt, wie auch der Johannes eben vorgestellt hat. Ganz großes Thema, Dokumentation immer wichtiger. Es gibt menschlichen Fehler in der Dokumentation. Das ist, wurde heute noch nicht so oft gesagt, aber es ist halt menschlich, Fehler zu machen, wenn man was aufschreibt. Und das ist ein großes Thema, wenn man aber sehr akkurate Daten haben möchte. Und wie gesagt, das Thema Upgradability. Wenn ich mich jetzt für eine Lösung entscheide, wie geht das weiter? Und das ist das Thema insbesondere für
Plattform extrem wichtig. So dass wir uns auch gedacht hatten aus dem Hause Bosch, was können wir denn anders machen? Wäre nicht ein Smartphone, haben wir heute auch schon mal gehört, ich glaube von Ihnen kam sogar Deininger, was ist denn, das ist so schön einfach, kann es nicht so auch gehen? Und diese möchte ich Sie einmal durch diese Analogie des Smartphones durchsprechen, wie das sich auf Nevonex übertragen würde. Ich sprach über verschiedene digitale Dienste, vom Smartphone kennen Sie das in Ihre Apps. Wir brauchen jetzt nur in der Mitte und auf der rechten Seite mit mir bleiben. Jetzt natürlich beim Smartphone ist relativ einfach. Das ist mein Smartphone. In der Landwirtschaft ist es ein bisschen schwieriger. Da würde ich sagen, dass die Maschine, Traktor, der Stahl, aber auch das Betriebssystem der Maschine, das ist quasi dieses Gehäuse. Das Display, dafür braucht man in dem Falle nochmal eine zusätzliche Bedienmaske. Im Nevonex-Fall ist das ein Tablet mit der sogenannten Nevonex Cockpit-App. Und ich habe halt eben eine Retrofit-Hardware, die eben genau die Connectivity herstellt und die Verbindung zwischen der Maschine und dem lokalen Bedieninterface eben der Cockpit-App sicherstellt. Und wenn ich diese Hardware auf der Maschine installiere, habe ich genau die Möglichkeit, kontinuierlich weitere Sensoren auch aufzunehmen, die auf der Maschine installiert werden und daraufhin immer mehr Dienste auch aus den verschiedensten Häusern anwenden zu können, zu nutzen zu können. Und das ist der Punkt hier mit dem letzten Punkt. Wie im App Store habe ich dann wachsend immer mehr Angebot an digitalen Diensten, die ich auf meinen Maschinen nutzen kann. Nochmal kurz übertragen, Vorbild Smartphone, das heißt digitale Dienste, verschiedene Anwendungsgebiete. Ich sitze in meinem Backoffice, ich sitze im Büro als Landwirt oder Lohnunternehmer, plane, welche Dienste könnte ich brauchen. Diese Dienste werden gedownloadet, also quasi wie in einem App Store, welche machen Sinn für mich auf die jeweilige Maschine, wo ich sie benutzen möchte und kann sie dort eben lokal ausspielen. Und jetzt diese Hardware, diese Retrofit-Hardware, diese Box, wir haben sie draußen auch am Stand, wer sich das nachher mal anschauen möchte, kann eben herstellerunabhängig montiert werden und diese Dienste dort lokal empfangen und dann genutzt werden und bietet eben auch jedem einzelnen Diensteanbieter, der dort anbietet, eine eigene Bedienoberfläche, die er nutzen kann. Nach dem UI-Vorbild eines Tablets, also möglichst einfach gehalten. Weiter geht es dann, wie gesagt, über die Cockpit-App, die auf dem Tablet läuft, aber parallel auch ist natürlich das Isobus kompatibel, das heißt Nevonex oder die Box meldet sich an wie ein Isobus-Anbaugerät, das heißt, ich habe auch in dem normalen Terminal eine Isobus-Maske, in dem halt eben Nevonex in dem Falle zum Beispiel den Task-Controller übergeben bekommt. Genau, und was ich auch schon sagte, ist über die Zeit erweiterbar. Ich habe jetzt mal von oben nach unten kurz mitgebracht, was es da an Diensten gibt, was Sie sich vorstellen können. Das heißt, es ist auch jetzt von Diensten, die schon live sind. Wir haben ja einmal das Beispiel von einem Geo-Konzept. Das ist die GeoNex-App, wo auch aus einem Farm-Management-System, das ist Farm-Info, beispielsweise Applikationskarten direkt auf die Box, auf die Maschine zur lokalen Applikation übertragen werden können. Erst Applied-Karten nach der Applikation wieder zurückkommen. GeoConcept ist auch ein Installationspartner, das heißt, die würden auch in dem Falle Boxen auf Maschinen schauen, wie auch ein ZG-Reifeisen in unserem Ökosystem. Dann haben wir STG, das ist Reifendruck-Regelsystem, ist natürlich auch schon mittlerweile so weit, dass man sagt, okay, man hat es elektrifiziert, man kann eine Bedienung geben, welchen Reifendruck möchte ich. In der nächsten Entwicklungsstufe gehen sie weiter. Aufgrund von Geolokalisation, sage ich, bin ich jetzt Straße, bin ich Acker, kann ich den Reifendruck anpassen, dann natürlich noch ein weitergehen, aufgrund von Sensordaten kann ich meinen Reifendruck anpassen. Wer sich damit mal beschäftigt hat, was so ein Güllefass wiegt und was das für Bodenverdichtung bewirken kann, weiß, dass das durchaus Sinn macht und da auch gerade für Landwirte große Potenziale liegen in Reifendruckregelsystemen. Weitergehend mal EasyFarm. Ist auch ein Farm-Management-System, haben hier einen Dienst schon in der Mache, sollte in nächste Woche live gehen, basierend auf Flottenmanagement, wo sind meine Maschinen, kann jederzeit nachverfolgen, wo sie sind. Und man sieht auf der Folie auch, EasyFarm hat den Weg gewählt, eben mit möglichst vielen Ansätzen in der Branche schon kompatibel zu sein und eben auch mit Nevonex. Agrarmonitor, die Software für Lohnunternehmer und Großlandwirte, genau der Punkt für wie kann ich Daten erfassen und möglichst automatisiert erfassen. Sie sehen in der Mitte dieses Beispiel einer händischen Erfassung. Dabei können Probleme auftreten, wenn man diese händische Erfassung nicht mehr machen muss, weil Daten automatisch gelockt dokumentiert werden, sind natürlich die nachfolgenden Prozesse automatisiert viel einfacher, beispielsweise Rechnungserstellung, Zeitauswertung etc.
noch zwei Beispiele, dann verlassen wir die Dienstewelt. Rauch, Düngestreuung. Rauch hat in den vergangenen, oder hat die Aufgabepunktveränderung an seinem Düngestreuer schon längere Zeit ermöglicht oder an mehreren Modellen ermöglicht. Man sieht das an der kleinen Schale, die halt eben den Winkel ändern kann. Hintergrund ist der, wenn Sie das linkeste Bild sich anschauen mit den roten Streifen, da sehen Sie, dass das Streubild sich verschoben hat aufgrund einer Hangneigung. Und Sie sehen dann als zweites Bild dann auch, wie dann halt ein weißer Streifen entsteht, weil eben nicht ein sauberes Streubild dort war. Und um dem entgegenzuwirken, kann man auf Basis, in dem Falle des Neigungswinkels, der bei Nevonex über die Nevonex-Box, also ein Gyrosensor, erfasst wird, über einen Algorithmus dann sagen, wie muss ich denn meinen Aufgabepunkt verändern, um trotzdem noch ein sauberes Streubild zu haben. Sprich, ich komme aus diesem schrägen Streubild wieder in ein sauberes Streubild, obwohl eine Hanglage besteht. Und das ist der Punkt, den hier der Rauchdienst realisiert über Nevonex. Xavio, der Thomas Schilling, ich glaube, der ist nicht mehr da jetzt gerade hier, aber hat heute Morgen ja schon vorgestellt, auch der Punkt, wie kann ich Pflanzenbauoptimierung betreiben von Saat über Sprühen und über Düngen. Und da ist genau der Punkt auch, wie kann ich diese Daten, die ich eingegeben habe, meine Applikationskarte erstellt habe, dann eben auf eine Maschine bringen. Und das ist eben auch über Nevonex möglich. Und so kommen weiter mehr Dienste noch hinzu. Und wenn wir jetzt die Dienstewelt verlassen, sagen nochmal Recap, das ist eben genau über diese eine Nevonex-Box möglich, die als Nachrüster auf eine Maschine installiert wird. Und auf der Maschine ist dann eben ein Tablet, was die Bedienung dieser einzelnen Dienste ermöglicht. Und so habe ich hier mal bei Bilder zusammengeschnitten, wird eine gesamte Farm, auch eine heterogene Flotte, miteinander verbunden. Es wird einfach auch die verschiedenen Systeme über standardisierte UIs, ich muss mich nicht umgewöhnen, für sich nutzbar zu machen. Ich kann weitere Anbauteile, Sensorik, wenn die dazukommt, integrieren. Das heißt, wenn jetzt ein Dienstanbieter zu Nevonex kommt, sagt, ich möchte einen Dienst anbieten, aber ich brauche den und den Sensor. Wir sind more than happy. Wir integrieren den Sensor, der halt eben lokal verfügbar ist, damit dieses Signal verfügbar ist und diese Box eben auch lokal optimiert rechnen kann. Also man hat also dieses Edge Computing wirklich auf der Maschine installiert, um halt dort auch Mehrwerte noch zu generieren, auch wenn mal keine Verbindung zum Netz da ist. Hier nur mal im Sinne von Fuel for Thought ein paar Dinge, wo die Reise hin weitergehen könnte, habe ich heute auch im ersten Slot auf der Mainstage mehrere Themen gehört. Das Beispiel hier rechts, ne, dass ich habe einen Bodensensor, sehe, wie der Boden beschaffen ist. Dementsprechend kann ich entweder Reifendruck anpassen oder die Düngerausbringung anpassen. Dann habe ich linksseits das Beispiel der Feuchtigkeit, wo dann auf die Saatausbringung angepasst werden kann. Und natürlich als anderes Beispiel Windsensorik, auf deren Basis man dann eine Ausbringung von Herbiziden oder dergleichen anpassen könnte oder einfach stoppen könnte, weil einfach zu viel Wind ist, in dem Fall lokal erfasst worden wurde. Ich habe auch noch ein Bild mit vielen Logos. Das sind die Kollegen, und wir arbeiten auch mit dem Agri-Router zusammen, haben uns ja auch, ich war leider nicht da, aber Johannes, aber wir haben uns ja auch gesagt, dass wir die Agri-Router-Integration fahren und sind da froh, dass wir hier auch vielleicht noch nicht ein ganz so großes Bild haben wie du, aber in die ähnliche Richtung gehen und möglichst viele Dienstanbieter eben, mit denen wir diskutieren. Einige haben sie schon gesehen, die live sind, die eben wirklich diesen Mehrwert schaffen wollen, über eine Plattform möglichst kompatibel auf viele Maschinen zu kommen, um eben dem Landwirt mit den Problemen, die wir eingangs gesehen haben, zu helfen und diese zu kompensieren, damit es einfacher wird, einfacher, ähnlich wie bei einem Smartphone, die Vorteile der digitalen Landwirtschaft zu erheben oder zu heben. Und damit wäre ich durch. Ich lasse das Bild mal stehen, Herr Deininger, und habe ihn zumindest nicht überzogen. Ja, vielen Dank. Ich habe eben schon einen Hinweis gekriegt. Insofern perfekt. Ja, gibt es diesmal Fragen aus dem Publikum? Ich glaube, wir haben so ein bisschen gesehen, so die Zukunft von der Plattformökonomie in der Landwirtschaft, dass wir Plattformen sehen, die ihnen dadurch konkurrieren, indem sie unterschiedliche Funktionalitäten einbinden und das dann am Ende zum Wettbewerbsfaktor wird. Das wäre jetzt aber so schon die erste Frage gewesen. Glauben Sie, dass es so in ein paar Jahren deutlich darum geht, wer hat die besseren Partner auf seiner Plattform? Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube erstmal grundsätzlich, dass Plattformen offen sein müssen, weil ansonsten Exklusivität auf Dauer nicht hilft, in dem Fall um Digitalisierung voranzutreiben. Und ein
Ansatz wie diesen habe ich so nirgends gesehen. Also ich kenne zumindest noch keinen, weil Neuronext selber bietet keinen Content an. Wir bieten nicht mal selber die Hardware an. Wir bieten wirklich nur die Plattform an. Mhm. Das heißt, da haben wir kein eigenes Interesse, sondern sind im Endeffekt für den Content der digitalen Dienstanbieter offen. Mhm. Und das unterscheidet uns dort im Markt. Absolut. Die zweite Frage, die ich hätte, ist, wir wissen aus der Lebensmittellieferkette, dass die Integration von LEH und Lebensmittelindustrie schon relativ stark ist. Mhm. Wenn ich mir jetzt praktisch Ihre Plattform angucke, wann können wir mit rechnen, dass sozusagen Richtung Agrarhandel, Großhandel und so weiter eine Integration stattfindet? Ist das überhaupt eine Perspektive aus Ihrer Sicht? Es ist eine valide Perspektive und jegliche Integration der Wertschöpfungsketten ist definitiv, wie soll man sagen, gewollt. Ne? Und dafür bieten, sagen wir, die Plattform, die wächst damit. Und wenn wir sind mit jedem, der diese Möglichkeiten erschließen möchte, mehr als offen zu sagen, lass uns darüber sprechen, wie können wir es schneller machen. Also an uns soll es nicht scheitern, wenn jemand sagt, ich möchte einen digitalen Dienst anbieten, um eben genau diese Mehrwerte der verschiedenen Wertschöpfungsketten und deren miteinander Kombinierbarkeit zu erschließen. Mhm. Vielen Dank. Letzte Chance für Fragen aus dem Publikum. Wenn nicht, dann vielen Dank nochmal. Danke, gerne auch später. Wir sind am Stand, haben einfach mal auch diesen Demo-Aufbau gemacht, wo man mal so eine Box sehen kann, auch end-to-end. Ich bin in einem digitalen Dienst eines Anbieters und dann bin ich auf der Maschine, habe meine Terminals. Also einfach nur hier 30 Meter links die Tür raus, gerne mal vorbeischauen.